Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anderil. Hier mit mir, eurem Zero. Und in der letzten Folge haben wir aufgehört, wo wir herausfinden wollten, was dieses Licht macht. Und es macht eigentlich gar nichts. Ich habe gerade schon ein bisschen aufgenommen und leider habe ich meinen Bildschirm aufgenommen anstatt das Spiel. Also mein Desktop. Weswegen ich hier ein bisschen rumgelaufen bin, circa 10 Minuten. Und wir haben... Also ich habe diesen Raum hier gefunden, wo da hinten ein Hebel ist. So, da bin ich hier noch ein bisschen rumgeirrt, habe zwei Leichen gesehen, die wir übersehen haben. Und die hatten einen Zettel dabei, das war dieser hier. Und da drinnen steht, sucht die drei Hebel, um die Tore zu öffnen, aber hütet euch vor den Fallen. Wenn ihr gefunden habt, wonach ich suche, trefft mich in der Unterstadt und lasst niemanden hiervon erfahren. Gezeichnet X. So. Daraufhin habe ich gedacht, okay, hey, drei Hebel finden. Dann habe ich noch einen zweiten gefunden, der befindet sich irgendwo da hinten. Hier, da war eine Banshee-Königin. Die haben wir auch fertig gemacht, oder ich jedenfalls, da war ich ja alleine. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist der letzte Hebel? Bin hier herumgeirrt, habe ihn nicht gefunden, habe aber dann überlegt, Moment. Wenn da schon das erste Tor aufgegangen ist, dann muss bestimmt das zweite Tor aufgegangen sein. Und das ist das, was wir brauchen. So. Und dann habe ich den Typen da halt erledigt, der hier vorne stand. So, dann geht's hier weiter. Hier waren noch Fallen, die ich überwunden habe. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir den nochmal töten müssen. Und dann war hier so ein kleiner Boss. So, der hieß Miskhamur. So, der hatte ein paar gute Sachen dabei. Jetzt keine außerordentlich guten Sachen. Da war jetzt zum Beispiel... Assassinenschuhe der Hinterhältigkeit. Können wir gucken, was wir jetzt haben. Schleichen ist 4% effektiver und hier ist Schleichen 17% effektiver. Ich glaube, wir nehmen die, ja. Dann haben wir noch bekommen, der Ring des Schattens und Stiefel des Tribunals. Die haben wir bekommen. Da habe ich hier noch die Kisten geplündert und dann bin ich hier reingegangen und dann hat das Spiel gespeichert und wir waren hier. So. Genau. Ja, es ist so viel verpasst, ey. Das ist so ärgerlich. So ärgerlich. Wo war das? Ach ja. Da hinten war noch ein kleiner Altar. Da war Folgendes drin, wo, wenn ich das jetzt finde. Ah, einen Schädel habe ich zwischendurch auch aufgesammelt. Der pyräische Würfel war da drin. Und, für diesen pyräischen Würfel habe ich eine Quest bekommen: das Artefakt aus Alt-Miskhamur zu Tivon bringen. So. Und Tivon, wie wir gelesen haben, ist wahrscheinlich in Ark. So, so viel dazu. Jetzt habe ich gerade 10 Minuten in 3 Minuten erklärt. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber gut, tut mir leid, dass das verloren gegangen ist. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Hier, das waren die Leichen, die ich gesehen habe. Hier war der Zettel drin. Und da habe ich mich noch gefragt, hier waren wir doch noch gar nicht, oder? Und dann ist hier halt der Ausgang. Und wir waren da schon mal. Gut. Tut mir leid, einen Ort habe ich verkackt, aber ihr könnt mir verzeihen. Das war so spannend die ganze Zeit mit dem Rätsel, mit den Schaltern. Und als ich den letzten Schalter gedrückt habe, sind da Fallen aufgeploppt und ich dachte nur, scheiße, wie komme ich dran jetzt vorbei? Auf dem Schalter stand auch noch, renn oder stirb. Und ich bin einfach stehen geblieben und habe damit alle Fallen kaputt gemacht. Och Mann, das ist so ärgerlich. Also solche Dinge nimmt man nicht auf, weißt du. Wenn richtig geiles Zeug passiert, dann macht man irgendwie einen Fehler und dann nimmt es nicht auf. Und das ist zum Glück ein echter Baum. Halbwegs. Oh, da sind Geister. Kann ich die treffen von hier aus? Das ist ja ziemlich OP, dass ich hier in der Luft stehe. Ne? Nope. Weiß nicht, wo das Ende des Baumes ist. Ich kann von hier aus schießen. Perfekt. Fragt mich nicht. Manchmal mache ich seltsame Sachen. Die kommt doch sowieso niemals zu mir. Aha. So, die Irrlichter töte ich gerne, wegen der Erfahrung. Wenn ich den treffe. Wo ist der Rest denn gelaufen? Mister Irrlicht? Ich sehe dich. Du läufst einfach mal die Treppe runter. Da findest du den Tod. Ernsthaft?
Jetzt schieß doch. Ja! Ja! Okay, das Problem ist bei einer unsichtbaren Boden. Man weiß nicht, wo er aufhört. Na gut, vielleicht sollten wir das jetzt mal richtig machen. So, wir gehen direkt mal hier runter, zaubern uns einen Dingenskäfig dabei. Oh, da haben wir auch noch einen. Oder zwei sogar. Wenn ich den nur treffen könnte. Die sind so scheiße zu treffen, weil das einfach nur kleine Punkte in der Landschaft sind. Ja, das war nicht der, den ich anvisiert habe, aber gut. Hauptsache, es hat funktioniert. Oh, sie hat mich erschreckt. So, wir gehen auf Ausdauer. Weil Ausdauer ist natürlich unser Ding. Und hier in der Truhe haben wir einen Schloss zum Knacken. Ja, davon gab es auch eins in dem alten Schloss. Oder in der Ruine. Damit wäre ich fast ausgeflippt vor Wut, weil es einfach nicht funktioniert hat. Na gut. Weiter zu unserem Ziel. Frostkristallpass. Wir haben da einen brennenden Wolf. Ich vermute mal fast, du wurdest beschworen. Und ich wette glatt, du explodierst. Ja. Sollte ich mir merken. Elementarwolf explodiert. Was haben wir denn da? Ach, so schön ist er. Oh. Ich hab dich schon gesehen. Aber ich glaube, ich kann dich nicht treffen von hier aus. Okay, aber er weiß, dass ich jetzt langsam irgendwo bin. Er läuft die Pfeilen hinterher, wie so ein Brotkrümel. Alice, komm! Lass dich doch mal treffen. Er ist bestimmt voll verwirrt. Was schießt mich da ab? Ich mach dich kaputt. Ah, jetzt bist du ja nicht hier. Easy. Frostsalze nehme ich auch gerne mit. Wir haben schon lange keine dieser Tragepilze mehr gefunden, ne? Und da ist unser Ziel. Derzeit sind wir auf dem Weg, jemanden zu töten, der auf unserer Liste steht, auf unserer Kopfgeldliste. Mal gucken wir uns erstmal die Lage an, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was da alles rumwuselt. Feuerwölfe. Und unser Ziel. Jetzt sollte ich einfach nur verschwinden. Was war das denn? Habt ihr das gehört? Irgendwas hat er gerade geschrien. Und das nicht so leise. Ich traue mich gar nicht nachzugucken. Hallo? Ach du Scheiße, das Viech hat sich verwandelt. Okay. Okay. Oh shit. Ich sehe nichts. Ich habe doch nicht gespeichert. Wieso habe ich nicht gespeichert? Okay, ich speichere jetzt einfach. Das Viech läuft mir hinterher. Okay, Ende. Oh, könnt ihr nicht herkommen? Das tut mir fast schon leid für euch. Was für ein Viech hat sich das verwandelt, ey? Ich muss meine Ausdauer erstmal wieder erstellen. Wie hast du mich? Ich bin in Schutz, ich hab Deckung! Habt ihr das gesehen, du olle Cheater, ey? Lauf um dein Leben! Lauf um dein Leben! Nein, der explodiert! Puh.
shit, 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 shit. Es ist direkt hinter mir. Es ist direkt hinter mir. Ich hab Schaden bekommen. Nein, 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 spring doch! Es ist weg. Nein, der Wolf nicht. Der Wolf nicht. Nicht töten! Bitte, ich bin gerade in Sicherheit! Please! Nein! Warum? Tschüss, Idioten! Haha! Oh Gott. Okay, es geht nicht. Es war ein Versuch wert. Aber ich bin ein bisschen schnell, wenn ich das anschalte, ne? Nein, nicht wirklich. Es ist weg. Guck mal, wie er sich freut da hinten. Aha! Komisches, ekliges Viech, du. Er ist weg. Wow, 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 wow! Kollege! Das war ein bisschen zu close für meinen Geschmack. Wo bist du? Wäre jetzt zu geil, wenn ich ihn getroffen hätte. Einfach mal irgendwo in die Gegend schießen. Vielleicht treffe ich ja. Wenn er mich treffen kann. Kann ich doch auch treffen, oder? Ich sehe den Geisterwolf. Wieso schieße ich überhaupt? Eigentlich sollte ich einfach in Deckung gehen, mich dann Keks freuen und abspeichern. Tot. Das wäre es jetzt. Ich will die Bande noch erledigen, weil ich mich da umsehen möchte. Die suchen nach mir. Ich habe gerade abgespeichert. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Mein Bogen. Was war das? Wieso? Was hat er mit dem Hund gemacht? Hat der Hund ihn gerade angegriffen? Kann sein, dass er also den Hund getroffen hat. Sollte ich abspeichern? Ich speichere einfach mal ab. Ich gehe mal über nach vorne. Na, suchst du mich? Oh shit. Wo läufst du denn hin? Dude? Na gut, dann lauf du mal. Viel Spaß da oben. Ich laufe in die Richtung. Wo ist er hingelaufen, sag mal? Der müsste ja jetzt zurückkommen. Der muss ja zurück an seinen Posten. Der ist so programmiert worden. Ach, der ist einmal rumgelaufen wahrscheinlich, ne? Meinst du? Gut, dass er uns jetzt nicht sieht, können wir schnell was essen. Und zwar ein Krustenbrot. Wie können wir noch tragen? Ach, mehr als genug. Wir müssen nur den Typen wiederfinden. Unsere Quest quasi. Der müsste ja einiges noch dabei haben am Start, ne? Was? Ja, müsste nicht existierender Baum. Cool. Ich hoffe, ich habe wirklich alle hier erledigt. Offensichtlich nicht. Da noch einer. Wo kommen die denn alle her? Ihr Meister ist doch tot. War er ein Vampir? Hat sich irgendwie einen komischen Staub aufgelöst. Ah, wahrscheinlich, weil er sich verwandelt hat, ne? Okay, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Rest kann er gerne behalten. Was ist das hier? Eine
endlose Grube. Ich muss noch ein bisschen schleichen, weil da kommt gleich irgendwo noch ein Wildmagier und freut sich ein Keks, dass ich hier bin. Und fragt sich dann, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Bogenbeschwören Rang 3. Habe ich doch jetzt auch, oder? Gut, kann ich nicht alles lesen. Ja, ich habe schon Rang 3. Na, spätestens hier hätten wir ihn nochmal bekommen. Clown der Gefallenen. Schwer, na gut. Ich frag mich, wo der Wildmagier ist. Gibt's noch was Besonderes zu entdecken? Ja, offensichtlich. Aber ich glaube, das war's jetzt. So, wieder ein etwas Einsammelbares gefunden. Ich weiß nicht, wo dieser komische Wildmagier ist, aber er wird uns höchstwahrscheinlich gleich töten. Wir werden ihm einfach in die Arme laufen und er denkt sich, huch, cool. Pst, tot. Also ich, nicht er. Jedenfalls, wir haben auf jeden Fall den Typen besiegt. Dies bedeutet nichts anderes für uns, als dass wir zurückkehren werden. Wo ist der denn? Er ist nicht da. Was hat er gemacht? Und wo können wir da noch lang gehen? Können wir nach links gehen, dann kommen wir hier irgendwo an. Na, ich würde sagen, wir laufen mal zum Miradenturm zurück. Harte Zeiten sind das. Mr. Söldner. Wirklich? Ich glaube, ich werde mal kurz abspeichern, um ihn zu töten. Ich möchte gerne sehen, was für einen Bogen er hat. Eventuell lohnt es sich, ihn doch irgendwann mal ums Eck zu bringen. Du hast nichts gesehen. Aus, pfui. Lass mich den Typen plündern. Silberstahlbogen, 38. Ja gut, davon habe ich schon einen. Also ein 38er. Hast du Glück gehabt. Apropos, der Typ, den wir besiegt hatten, der hatte auch einen Bogen dabei und das war ein Hüter des Arkzorns. Mit 38 Schaden. Gar nicht mal so schlecht. Und unser jetziger ist eigentlich genau dasselbe, ne? Nee. Das war unser Alter. Das war unser Alter und das ist unser neuer. Eigentlich genauso gut. Nur der beschworene Bogen ist hier noch um einiges besser, ne? Bist du der... Schreitet wohl, die Dame. Yeah. Wohin soll's gehen? Guten Abend. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Bitte nach Ark. Da haben wir nämlich zwei Quests zu begehen. Die eine fangen wir an und die andere beenden wir. Und dann schauen wir einfach mal, wohin uns das führt. So, Bogen können wir eigentlich wegstecken. So, Marktplatz. Machen wir automatisch da? Ach, wir nehmen einfach den hier, ne? Was soll's, Jodo? Hier, Marktplatz. Dann gucken wir direkt mal, ob wir noch einen besiegen können. Das macht uns wieder um 400 Enderela reicher. Übrigens, im Tempel war auch ein riesiger Geldhaufen, wo 4 Groschen drin waren. Dass ich das nicht mit aufgenommen habe, das ärgert mich so dermaßen. Aber gut. Ja, Skyrim funktioniert nicht mehr. Ich würde mal glatt behaupten, das sehen wir als Zeichen, dass so die Folge vorbei ist. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.